Sie sind hier, 3. Januar 2019, 15.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Roger Federer steht im Finale. Urheberrecht Getty Images. Das Team um Roger Federer zieht als erstes ins Finale des Hopman Cup ein. Serena Williams und die USA verlieren dagegen. Titelverteidiger Schweiz mit Grand Slam-Rekordsieger Roger Federer ist als erstes Team ins Finale des Hopman Cups eingezogen und damit möglicher Gegner Deutschlands. Die Schweizer Tennisprofis schafften im australischen Perth trotz einer 1:2 Niederlage im abschließenden Gruppenspiel gegen Griechenland den Sprung ins Endspiel. Federer brachte die Schweiz mit einem 7:6, 7:5, 7:6, 7:4 gegen den griechischen Hoffnungsträger Stefanos Tsitsipas in Führung. Damit waren die Eidgenossen nicht mehr von der Tabellenspitze der Gruppe B zu verdrängen. In der Folge unterlag Belinda Bencic noch Maria Sakkari 3:6, 4:6, im Mix behielt das griechische Duo mit 4:3, 5:4, 2:4, 4:3, 5:3 die Oberhand. Die Schweiz hat die Chance auf den 4. Titel beim seit 1989 ausgetragenen Hopman Cup. Zverev und Kerber gefordert im Finale. Am Samstag könnte es zu einer Neuauflage des Vorjahresendspiels gegen Deutschland kommen. Das topgesetzte deutsche Duo Alexander Zverev Hamburg und Angelique Kerber Kiel muss dafür am Freitag im Spiel gegen Gastgeber Australien mit Matthew Ebden und Ashley Barty gewinnen. Die USA haben, trotz des dritten Einzelsiegs von Superstar Serena Williams, die dritte Niederlage kassiert. Im abschließenden Duell der Gruppe B mussten sich Williams und Frances Tiafoe Großbritannien mit Cameron Norrie und Katie Boulter 1:2 geschlagen geben. Williams besiegte nach Bencic und Sakkari auch Boulter mit 6:1, 7:6, 7:2. Tiafoe unterlag Norrie 6:7, 4:7, 0:6, im abschließenden Mix gewannen Boulter, Norrie mit 3:4, 2:5, 4:3, 5:4, 4:1, Williams wieder zurück. Bereits zuvor hatten Williams, Tiafoe gegen die Schweiz 1:2 und Griechenland 1:2 verloren. Williams bestritt in Perth ihr erstes offizielles Turnier seit ihrem Auftritt im verlorenen US Open-Finale im September gegen Naomi Osaka. Bei den Australian Open ab 14. Januar plant die 37-Jährige ihren 24. Grand Slam-Sieg, womit sie mit der australischen Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen würde. Von Sportinformationsdienst.